Ja, hi, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir kläglich bei einem finalen Boss gescheitert und ja, das hat mich gezwungen, ein bisschen zu trainieren. Level 95 habe ich im Moment erreicht, anstatt Level 100. Und ja, ich habe mir vorgenommen, mich mal an den optionalen Bossen hier ran zu versuchen, ob die vielleicht ein bisschen einfacher sind, weil die können wir vor dem finalen Boss erledigen. Also die können wir lange vor dem finalen Boss erledigen. Also vielleicht schaffen wir die sogar. So mit der Einstellung, mich reingegangen. Irgendwie ist die Musik weg. Dann nochmal. Ja, ist ja weggegangen. So, ja. Ich habe natürlich wieder kostümmäßig ein bisschen so hier ein paar Sachen geändert. Meine Lieblingskostüme bisher. Und ja. Was habe ich noch? Ich habe 3 Titel, glaube ich, nur bekommen. Die müssten, glaube ich, ein bisschen weniger jetzt immer werden. Ja, ich habe die meisten schon alle hochgelevelt. Ich glaube, ich habe keinen mehr auf Level 2. Nee, ich habe alle schon mindestens auf Level 3. Cool. Also, vielleicht kriegen wir sogar alle. So, eifrige Sammlerin habe ich mit ihr. Also 700 Beuteobjekte. Dann mit Eisen habe ich 2500 besiegte Gegner, umwerfender Bursche, glaube ich. Ne? Ja. 10.000, oh mein Gott. Und dann mit Magilo habe ich noch Lahmlegerin, 2500 Betäubungen, ja, auch Maximum. Er geht schnell, ja. Und ja, wir sind hier, um versuchen uns an den optionalen Boss. Der hat mit seiner Hake gerade eine Münze hoch und die wieder aufgefangen. Wir versuchen uns an den optionalen Boss, den wir schon mal versucht haben, und zwar den Norman Phoenix. Das wird ja. Der hat uns, glaube ich, vernichtet, das letzte Mal, als wir versucht haben, gegen ihn zu kämpfen. Habe ich alles? Ich meine, ich habe alles erwähnt, ne? Ja, okay. Ah, nee, warte mal. Schwierigkeitsgrad. Ich tue ihn immer runterstellen während den Training-Sessions, damit das nicht ewig dauert. Kochen hat Velvet Level 25 erreicht. Und ich verstehe irgendwie eine Sache nicht. Und zwar, wir haben ja hier Level 20 schon alles freigeschaltet hier. Und beim Kochen haben wir auf Level 20 schon letzten Fähigkeiten freigeschaltet. Deswegen frage ich mich, warum kann jeder Charakter auf Level 25 hier hochleveln? Warum? Man schaltet nichts mehr frei und man kriegt nichts mehr und was stehe ich irgendwie nicht? Warum kann man dann noch 5 unnötige Level hier? Egal. Wir versuchen uns mal an den Kollegen. Wir lassen die Katze mal an. Auch wenn wir die schon vor ein paar Monaten jetzt mal gesehen haben. そして断罪の時は来たれ。なんだ。箱の中からノルサマ人形が。何？あんた。メイドの土産に覚えておくがいい。我が名は。おお、ノルミン精霊のフェニックスではないか。そうかそうか。道理で手紙が熱苦しかったわけじゃ。 自称ノルミン精霊最強の男がこんなところに関わってたでふか。自称にあらず我がフェニックスノルミン精霊最強の男。手紙をよこしたのはてめえか。何のまねだ。全ては天の導きの。 Mal bitte. Ich möchte jetzt nicht nach dem letzten Fail schon wieder in einen Fail reinrutschen, also bitte, den müssen wir mal schaffen. Wir haben alles Scheiner. Ich dann denken. Ich dann denken. 便箋に落ちた涙の後に我も涙した。てめえ、拾った手紙を読んだ挙句、人の部屋に勝手に入りやがったのか。我が道徳に反したことの非は認めだ。我の正義が貴様の非情を許さぬ。使い古しの手袋を握りしめ、広い海に兄の無事を祈る。 Und ich begegne mal war mal Edna in diesem Spiel. Außer als Illusion. Die erschossen wurde von Zavet.
その言葉、何時自身に問うがよい。なんだと。上っ面の言葉を重ねた手紙とおまけのガラクタで何が伝わるというのだ。それは食材の。少し。妹を心配する何時も、海賊と共に生きたいと望む何時も、どちらも本物であろう。Merkwürdiges, Phoenix hat ein bisschen recht. Aber unsere Gruppe tut irgendwie so, als wäre irgendwie im Unrecht. Es ist aber weniger ernst zu nehmen, wenn man den sieht, wie klein der ist. Eine volle epische Stimme hat, ey. So, der ist Level 150. Aber wir werden ihn schaffen, ne? Glaub, den schaffen wir nicht. Machen wir erstmal ein paar Mystikas rein. Genau. Das ist eine gute Idee, Magilu. Jetzt ziehen wir gar nichts ab, ey. Jetzt zieht er uns ab. Ich habe den noch nicht irgendwie gesehen, wie der uns abzieht. Aber im ersten Mal war der Kampf auch irgendwie so komisch. Am Anfang. Au. Wir überleben einen Schlag. Aua. Gott, verdammter Dreck. Oh, Seele. Ja, damit. Jetzt wäre die Seele weggenommen. Nee, ich krieg die Krise. Der hat auch eine Mystikart, oder? Genau wie in Systeria. Also mal stehen bleiben, ey. Ich treffe den überhaupt nicht. Mein Gott, auch ehrlich, ich wollte meine dritte Mystikart hier reinhauen, ey. Wir machen erstmal alles Teiler. Wir ziehen den vernünftig ab, aber ja, sonst wieder zu schnell weg. Ich treffe ihn nicht, der ist zu klein. Boah, ich komme nicht an ihn heran. Der hat mir immer, boah, herrlich. Ich komme nicht an den heran, ne? Der hat immer meine Seelen ja weg. Geblieben. Auf mich los, ey. Er hatte 5 Seelen, ich den voll hier Dreier mich gerade reinballern können, aber nein. Der ist so winzig, ich treffe ihn einfach nicht. Aua, Mann! Naja. Aber jeden Schaden auch noch nicht. Hier treffen kann. Ne? Alter. Ach, alle sind am Leben. Was? Wie ist das denn passiert? Man kann es immer so tun, als würde ich dich angreifen. Aua. Alter, was zum... Bleibst du mal hier? Ich komme überhaupt zu gar nichts. Danke. Boah. Der bleibt nicht stehen, dieser kleine Kerl. Nein, ich mag nur Velvet. Der geht einfach aus meiner Combo raus, ey. Ja,
Leben. Also kann überhaupt nichts machen. Oh nee. Ja, ist klar. Nein, Hilfe. Kann ich nicht einwechseln? Warte, das ging doch irgendwie so. Warte mal, ich habe doch Elixier. Ja, ne? Habe ich so knausrig sein, ich habe genug Geld. Luffy, muss ich mal an. Luffy ist halt, weil ich den voll chillig aus. Lass du mal auf den Finger sehen. Alter! Der Pisser, ne? Der, ich krieg den nicht down. Komm her. Ich treff den nicht. Oh, ich muss den mit Mystic Arts angreifen. Das geht halt nicht. Lapé hat er überhaupt 18.000 erlebt nicht. Geh weg von mir. Genug, ich hoffe noch, ich habe genug Geld, die ganzen Sachen wieder zu kaufen. Ey. So, drei Dinger. So, komm her. Boom. One Punch Eisen. One Punch Pirat Eisen. Boom. Ja, das ist doch mal Schaden. Und oh, nee. Wir uns wieder alle, ne? Leck mich. Hier geblieben. Alter. Feuerangriff, den sollte ich vielleicht nicht einsetzen. Man kann so ihn nicht wiederbeleben. So. Oh, her damit, her damit. Ich glaube, Apropos ist hier sehr gut. Ich möchte nicht all meine Elixierier verschwenden. Ich kann die bestimmt nicht alle neu kaufen. Wir haben nicht mal die Hälfte abgezogen. Ey, ich krieg die Krise. Komm her. Spring auf den drauf. Er liegt am Boden. Du kannst ja ein Feuer spucken. Hallo? Boah. Ja, genau so. Mann. Er trifft uns wieder alle, ne? Kann einer von euch wiederbleiben? Nein, okay. Oh mein Gott. Boah, ehrlich. Ich weiß, Seelenbrecher 1 ist vielleicht eine richtig doofe Idee, aber mal auswechseln. Wer will es immer noch am Boden, Leute? Oh mein Gott! Leute! Und er macht immer die gleichen Angriffe und ich krieg die ganze Zeit davon auf die Fresse.
Geil, hat er nur Feuerangriffe raushaut, ne? Wir haben den kommen. Ja, Problem ist, er legt wahrscheinlich wieder richtig los am Ende. Boom, Konter. Alter, ich weiß gar nicht mehr, was hier los ist. Boom, Konter. Und Mystikard. Boom. Schlitzstich. Konter. Mein Gott, unser Kampf wird hart, aber das wird jetzt wieder nicht wahr sein. Hilfe. Oh. Ja. Natürlich ein Feuerangriff, der bringt natürlich nichts. Meine Münze mit dem Haken eben geil, ne? Geil ist, wenn wir den einmal haben, ist ja gut, ne? Oh, oh. Leute, nicht verrecken. Oh, okay, wir verrecken. Warum schießt er eigentlich hier Dinger ab? Phönixe. Ich weiß, weil er ein Phönix ist. Oh ja. Mann. Alter. Warum treffe ich den damit nicht, Mann? Okay, ist gut. Jetzt fight endlich. Hier gibt's doch nicht, ey. Ich will ja jetzt nicht noch einen Kampf. Hallo? Einfach nicht wahr seid. Toll. Ich kann die alle nicht wiederbleiben. Gut, Velvet. Oh mein Gott. Man kann es auch manchmal ein bisschen übertreiben, ey. Auf zum Freck. Boah. Kriegt den wieder nicht, ey. Darf nicht wahr sein. Kannst du nicht wiederbleben? Kannst wiederbleben, ne? Boah. Die sind viel zu schnell. Die sind viel zu schnell tot. Ja, soll Velvet jetzt hier ausrichten? Ja, sammeln wir ein paar Dinge ein. Gut. Problem ist, der bleibt einfach nicht stehen, ey. Nein, lass mich irgendwas machen. Danke. Boah. Nee, das schaffen wir wieder nicht. Und sie ist weg. Magilo ist auch tot. Mann! Ja, nur weil ich den nicht treffe, ey, da darf ich fahren, ey. Ey, Junge. Nee, das schaffen wir nicht. Oh, wie viel HP dann auch übrig hat, ey. Der konnte meine Seelenbrecher ja mit sein, ey. Das ist doch einfach nicht zu fassen. Machen wir es jetzt mal meine Dings anders. Das ist schon wieder. Das
Lapis, kannst du nicht wiederbeleben? Das ist der verdammte Heiler dieser Gruppe. Mein Gott, wie zum Teufel überlebt sie halt die ganze Zeit. Ja. Kotzt mich hier schon wieder an, ey. Schon wieder 20 Minuten hier vollkommen verschwendet. Ja, geil. Wie er es betäubt. Das geht. Wie schafft das Eisen eigentlich immer als erster zu fallen? Ah, ich habe keine Dingens. Ja, guck mal, wie viel Luffy Set hier aushält. Oh, leck mich ab. Ja, was mit diesem Part? Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.